Willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Gestern haben wir hier noch einen Bahnhof hingesetzt, weil ich das vergessen habe. Mit denen müssen wir uns noch irgendwie... Okay, da gehen wir nicht über das S-Bahn-Gleis, wie ich es geplant hatte. Da können wir einfach nicht über das S-Bahn-Gleis gehen. Das wäre absoluter Schwachsinn. Mal hier wirklich sagen, wir gehen hier aufs S-Bahn-Gleis. Was wir machen, ist hier einen kleinen Tunnel bauen, ja. So. Stimmt, jetzt fiel mir wieder ein, dass ich ja doch Güter mit damit transportieren wollte. Das weg. Und das hin. So, damit wir hier einen schönen Abschluss haben von der Strecke, kommt hier natürlich ein Depot hin. Und eine neue Linie, die von hier nach da geht. Habe ich auch wieder super Leistung geleistet. Eigentlich hätten hier zweigleisig müssen gleich. So. So ist richtig. Und so. Haben wir übrigens jetzt eine höhere Einfahrtsgeschwindigkeit, ne? Der hat es schon verstanden, aber ich füge es trotzdem immer noch hinzu. Nur wegen der Sicherheit, ne? Allein wegen der Sicherheit. So, und ich denke mal, vom Diesel her gesehen, Ludmilla? Ne, ich glaube, da reicht bloß in Pläne hier. Oder eigentlich sowas mit Wagen dran. Kann ich eigentlich hier Güterwagen ranhängen? Nur so aus reinem Interesse halber. Tatsächlich. Ist die billiger? Ich frage das jetzt ernsthaft. 95.000, 300.000 im Jahr. Ah. Sind mehr Betriebskosten. Was hab ich denn noch, was Diesel hat? Das hier? Nee, hat auch mehr Betriebskosten. Das lohnt sich also nicht. Mir wurde auch gesagt, ich soll die Firma Brinks wieder mal zu Hilfe beten, aber ich glaub's nicht. Wir sind aus unserer Krise alleine wieder rausgekommen. Oh. Was sieht's hier aus? Oh. Nee. Ich tue schon wieder viel zu viel Spielereien machen. Wir kaufen die. Sind aus Restbeständen übrig geblieben. Und fahren da. Müssen wir mit. Will ich wieder die nehmen? Oh ne, komm, wir nehmen die diesmal. Oder nehmen wir die? Können wir gemischten Güter zumachen? Ging natürlich auch. Hängen einfach hier. Ein so ein Güterwagen ran, also Dingswagen. So ein. Und so ein hinten dran noch. So, dann müssen wir die Linie 1 bloß mal umbenennen in Güter. Luckenwalde war das hier, ne? Ah ne, Greifswald, stimmt. Greifswald. Güter Greifswald 2. Das ist die 2. Wer das zweite ist, da war. What the fuck? Was hab ich entfernt? Ach, über entfernen mache ich alles zu? Ja, das ist natürlich geil. Das ist gut, wenn ich mir was kaufe. Also, wieder was gelernt. Wenn ich entfernen drücke, mache ich alles zu. Zack. So, jetzt gucken wir uns mal den bunten Zug an. Sehen, ob der scheiße aussieht. Wenn der scheiße aussieht, gleich wieder zurückschicken. Das ist klar.
komm, ist halt mal ein bisschen gemischt. Das Mischungsverhältnis stimmt schon. Haben wir hier einen Takt von 120 Sekunden. Und wieder ein Gleisabschnitt mehr. Mensch, ich baue die ganze Stadt noch voll mit Gleisen. Ganze Welt. Halt, das sieht nicht realistisch aus hier. Das sieht schon realistischer aus. Da stehen jetzt sogar schon Güter. Ist ja faszinierend. An einem sonst so leeren Bahnhof. Schön. Gemischter Güterzug. So, wie viel wartet hier mittlerweile? 12, das wird mehr, das wird mehr. Das muss mehr werden. Bei dem Takt. Also bitte. Wenn das nicht mehr wird, ne, dann... Ich wollte gerade sagen, hat sich irgendwas entwickelt, aber das war ich ja. Guck mal, die machen ja fast schon Parallelfahrten hier. Die zwei. Mal sehen, ob die zwei das ummachen. Und wenn du hier oben auf der Brücke stehst und zuguckst, du siehst so viel. Vielleicht ist der eine Zug ja schneller als der andere. Okay, ich glaub's doch nicht. Wie viele hier mittlerweile mit dem Auto fahren? Sangerhausen-Cottbus fährt optimal. Wisst ihr, was jetzt hier gleich in Massen rausströmen werden? Hier 102 Leute und der andere Zug auch nochmal voll. Ja gut, 31. Fahren hier mit, also das ist es auch schon ein bisschen was. Einer? Was wir machen könnten, diese Blockstreckensignale hier, die werden gar nicht mehr benötigt. Das schon. Weil wir haben ja keinen Güterzug mehr drauf fahren. Ja gut, eins können wir vielleicht lassen. Hier, das. Warum forzen die alle mit dem Auto eigentlich mittlerweile hier? Ich baue euch die Straße auch nicht. Alter, wie ist hier? Das steht ja bloß. Du fährst ins Geschäft hier runter. Ernsthaft? Da brüllst du doch nie an.
Nie. Du wirst da niemals ankommen. Es geht direkt rein, hä? Was verteilt sich von hier schon ein bisschen? Das ist gar nicht mehr so schlecht. Weil Laura wächst und braucht noch mehr. Und Greifswald auch. Also unser neues Gyrosystem funktioniert. Dann. Wie sieht es in Sangerhausen eigentlich mit den Gütern aus? Die waren komplett versorgt, da brauche ich mich schon nicht drum kümmern. Ja, bei den Edforsch halt rein, ne? Die anderen laufen dorthin. Ja. Ist in Ordnung. Was machst du denn jetzt so? Trotzdem perfekt laufendes System. Ich habe gerade so viel Geld, dass ich eine S-Bahn-Strecke in Betrieb nehmen könnte. Erst einstellen den ganzen Spaß, dann in den Betrieb nehmen. Die zwei Punkte würde ich gerne irgendwie verknüpfen, damit es eh eine Streckeneinheit ist, aber... Vielleicht braucht es ohne. Ich glaube, ich brauche erstmal noch eine Bedenkpause. Wir machen erstmal kurz einen kleinen Break, oder? Oder? Also das war es erstmal für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Train Fever. Bis morgen, tschüss.